Willkommen zurück, Freunde, mit Ravnica Allegiance draußen. Das Problem ist, ich würde es ja gerne jetzt direkt spielen, aber es gibt nur Sealed für 2000 und dann dieser Traditional Draft, der sich halt wirklich überhaupt nicht lohnt, wo man 1500, was wir uns theoretisch leisten könnten, fängt aber auch erst in 24 Stunden an. 1500 Edelsteine bezahlt und man kriegt halt, ja, erst ab 4 Wins kriegt man die raus und man hat nur 2 Losses. Das heißt, man muss schon mal doppelt so viel gewinnen, wie man verliert, um überhaupt auf dem gleichen wieder rauszukommen. Und dann ist halt auch die Gewinnspanne jetzt nicht sonderlich hoch dafür, dass man so viel investiert. Ich meine, man kriegt dann halt 6 Packs, wenn man halt 5-mal gewinnt, aber dafür halt 1500 sind halt 2 normale Drafts. Also, vielleicht machen wir einen in 24 Stunden, wenn der ja mal draußen ist, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Gilden zu tun. Ich schieb mal die Kamera wieder runter. So. Und zwar als nächstes Dimir. Ja, Dimir ist die schwarz-blaue Gilde. Das ist die, sag ich mal, die inoffizielle Gilde. Ich mach schon mal Start, dann kann ich gleich ein bisschen weiter erzählen. Das ist theoretisch, die Gilde gibt es gar nicht. Oder halt doch. Aber nicht offiziell. Das ist halt eine Gilde voller Spione, die halt mit Geheimnissen handeln und alle Informationen haben und so ein bisschen auch manipulativ sind. Die überfallen auch gerne und assassinaten auch gerne Leute und löschen dann die Erinnerungen und benutzen Leute halt als Spione und löschen dann die Erinnerung von denen halt, damit nur die Infos haben und sind halt auch sehr geheimniskrämerisch gegenüber ihren eigenen Leuten. Also, sag ich mal, ein hoher Dimir-Spion weiß halt viele Sachen, die er aber halt den anderen Leuten dann teilweise nicht weitergibt. Ja, das ist halt so ein Informationsgefälle. Genau, im Spielerischen nennt sich die Mechanik Surveil, also Überwachen, was ja schon gut passt zu der Gilde. Und damit kann man halt die oberste Karte seines Decks angucken und kann halt überlegen, ob man die oben drauf halten will oder ob man die in den Friedhof tun will. Also so ein bisschen Card Selection mäßig. Und dann hat man halt hier sowas wie die Disinformation Campaign, wo man halt schon auf dem Artwork sieht, das ist mit einer meiner Lieblingskarten, also ich bin auch sehr großer Dimir-Fan, ja, wie die halt falsche Informationen halt herumgeben. Und immer wenn man diese Karte spielt, zieht man eine und der Gegner wirft eine ab. Was ja schon mal geil ist für 3 Mana. Ne? Ist einfach so, ja. Wir cyclen die durch und der Gegner muss dafür eine Karte abwerfen. Und wenn man dann surveilt, kommt dieses Enchantment wieder auf die Hand zurück. Das heißt, okay, wir können es halt einfach quasi unendlich lang spielen. So, Problem ist, der Dude hat gleich, wenn er jetzt noch ein Spell spielt, hat der Runde 2 Goblin Electromancer gespielt und hat jetzt Runde 3 den Phönix bekommen. Was für uns nicht sehr geil ist. Weil wir hatten keinen Removal-Spell für den Electromancer. Den haben wir erst jetzt. Und das ist zwar ein Mass-Removal, aber wir müssen ihn raushauen, weil sonst tickt das Deck noch mehr aus. Also können wir dann nächste Runde ihn den Phönix wieder opfern lassen und können uns den dann halt auch teilweise selber dann holen. Bräuchten, was, womit wir Kreaturen exilen können. Da war der Gegner zu schnell. Das Problem mit diesem Deck ist halt, es ist sehr langsam. Es ist ein Control-Deck, was halt darauf geht, den Gegner halt wegzugrinden, immer mehr Karten abwerfen zu lassen. Wir ziehen immer mehr Karten, wir kontrollen das Game. Problem sind halt schnelle Decks. Also gegen das rote Aggro-Deck gewinnst du vielleicht ein oder zwei von 10 Spielen. Und das war jetzt auch schon ein schneller Start von dem Izzet-Deck. Also für unsere Verhältnisse. Jetzt müssten wir Removal ziehen und zwar, ja, es gibt, glaube ich, fast keine Karte mehr, die uns rettet. Doch. Ruskas Contempt zum Beispiel. Aber das haben wir nicht gezogen. Und wenn wir jetzt Disinformation Campaign spielen, dann haben wir auch nicht mehr genug Mana dafür. Schwupp. Gucken wir mal, ob noch irgendwas kommt, aber ich tippe mal auf Nein. Oh, aber wenigstens lassen wir den Gegner noch eine Karte abwerfen. Gutes Matchup haben wir halt gegen die grünen Decks.
die sehr kreaturenlastig sind und zum Beispiel Golgari oder Selesnya. Boros sind wir auch eigentlich ganz gut gegen, wenn es halt nicht einen zu schnellen Start hat. Wogegen wir wirklich schlecht sind, sind halt die schnellen Decks. Und bei Control-Matchups kommt es halt drauf an. Da ist 50-50, sag ich mal. Also wir versuchen halt wirklich Kreaturen-Decks zu erwischen. Gegen die halt unser Removal. Wir fangen an. Wieder eine sehr langsame Hand. Aber keine schlechte Hand. Kommt halt drauf an, gegen was wir spielen, ne? Und da wir gegen Argo-Deck sowieso ein schlechtes Matchup haben, keepen wir das mal. Und hoffen, dass wir zum Beispiel auf ein Control-Matchup treffen. Oder irgendwas anderes. Aber ich sag mal, so viele Leute wie halt, oh, nice. So viele Leute wie halt momentan Aggro spielen, in irgendeiner Form, ist dieses Deck halt nicht gerade das, was am besten aufgestellt ist. Zeigen tun wir es natürlich trotzdem, aber es ist nicht das, was am besten gerade läuft. Kein Land, kein Land, kein Land, kein Land. Ach, jetzt zieht er ein Land, hat er eine Karte, die er abwerfen kann. Discardet das Land? Oder das andere Land? Khan, Scion of Ursa. Zu spät. Halten wir uns mal Vaskas Contempt offen, falls er jetzt den Khan spielt, dann können wir den Khan nämlich zerstören. Läuft auf jeden Fall nicht gut gerade von den Karten her, die wir gezogen haben. Nehmen wir mal Nanowelfen. So, jetzt scryen wir mal, bevor wir eine Karte ziehen. Gucken, was kommt. Search for Skanta. Ja, nehmen wir. Auch wenn wir sehr weit davon entfernt sind, die zu flippen, auf lange Sicht gesehen, ist das eine sehr gute Karte für uns. Jetzt haben wir nämlich jedes Mal, bevor wir ziehen, quasi zwei Scrys. Einmal von der Treasure Map, einmal von Search for Skanta. Wir müssen halt irgendwann mal Mass Removal ziehen. Boah, weil sobald wir den ziehen, können wir einfach alles platt machen. Welt da oben. So, diese Runde kriegen wir 4, nächste Runde kriegen wir 7, 8, 9. Genau, erstmal gucken wir uns die an. Graveyard. Dann, bevor wir ziehen, gucken wir uns noch eine an. Drunter. Boah, so viele Länder. Ja. Können wir nicht so viel machen. Wir hätten jetzt halt Eldest Reborn spielen können, aber dann hätte er einfach ein 1-1 da geopfert. Damit sind wir tot. Wir hätten noch eine Chance gehabt, wenn wir jetzt Mass Removal gezogen hätten. Haben wir noch? Come on! Goddammit. Weil dann hätten wir für 4 Mana Mass Removal spielen können und hätten dann noch 1, 2, 3, 4, 5 Mana über gehabt, hätten mit Eldest Reborn den 7-6er töten können. Zitat: Wir haben ein gutes Matchup gegen die Kreaturendecks. Wenn man natürlich keinen Removal zieht, dann nicht. Traurige Vorstellung. Bis jetzt. Aber die mir geben sich nie geschlagen. Wir gucken jetzt mal, ob wir da nicht ein Comeback starten können. Weil die Assassinen schlagen immer dann zu, wenn man es am wenigsten erwartet. Hinterrücks. Ist keine gute Hand. Oh, das ist eine gute Hand.
Ich bin überrascht und auch enttäuscht. Ich habe es eben noch gespielt, das Deck, da sind wir 7-0 gegangen. Und jetzt gehen wir 0-3. Ah, ist das ein Comeback? Zahlen wir mal 2 Leben. Surveillen mal für 2. Das ist gut. Haben wir schon Mass Removal gegen Weiß? Meistens gar nicht so schlecht. Vielleicht spielt auch Weiß Grün und ihm fehlt eine Farbe. Okay. Interessant. Jetzt mein Counter noch auf der Hand. Genau, ja. Spiel irgendwas für 4. Jawoll, weg damit. Seville 1, Eldest Reborn. Noch ein. Oh, die Karte ist so gut. Vor allen Dingen, wann können wir uns den wiederholen? Wir müssen halt nur irgendwie noch an Land kommen. Zum Glück noch Khan, der kann uns helfen, ein Land zu ziehen. Weil die Gegner geben meistens Länder, weil eigentlich ist es auch das Richtige. Oh, noch ein Khan. Doch nicht noch ein Khan. Hat er vielleicht Removal für den Karren? Karren. Komm, irgendwas Dickes für 5 Mana? Jawohl, und jetzt wir ein Land, wir ein Land, wir ein Land. Komm schon, komm schon. Okay, das ist zumindest der Removal Spell. Wir versuchen mal noch das Land zu ziehen. Ah, da ist das Land. Das tut doch gut. Welches Land gibt er uns? Ah, Island. Schupp. Weil das ist einfach so gut, wenn der Gegner nur eine Karte hat, eine Kreatur oder einen Planeswalker. Dann muss er den nämlich opfern. Nächste Runde muss er eine Karte discarden und danach können wir uns einfach aus dem Friedhof was wiederholen. Also das für eine Karte macht die schon verdammt viel. Noch irgendwas Dickes für 5. Komm, einmal haben wir noch Eldest Reborn. Naja, das ist halt was für 2 Mana. Und noch was für 2 Mana. Ist auch okay, dann können wir jetzt 2 for 1 mit Mass Removal. Na, so soll das Deck halt eigentlich laufen, weißt du? Immer schön den Gegner weggrinden. Gucken wir uns mal die oberste Karte an. Was gibt er uns? Nice. Dann können wir jetzt auch noch seine letzte Karte nehmen aus der Hand. Vielleicht ist es ein Land. Nee. Dann ist das weg. Oh, das Disinformation Campaign ist geil. Dann können wir noch die beiden Kreaturen hier liegen. So, er hat jetzt nichts mehr. Kann zwar jede Runde 2 Karten ziehen hier mit dem Enzyklopädie, aber wir ziehen ja auch jede Runde mindestens 2 Karten, ohne dafür jede Runde 3 Mana zahlen zu müssen. Und außerdem kriegen wir jetzt noch hier so einen Dude, so einen Warleader. Guck mal, wir würden gerne noch ein Land haben. Ah. Haben wir doch. Oh, er gibt uns sogar das bessere Land. Das finde ich aber nett von ihm. Dann lassen wir ihm mal seine Karte noch abwerfen. Ah, wäre ein Land gewesen, okay. Search for Ascanta. Flippt auch bald. Und dann sieht's doch für uns eigentlich verdammt gut aus. Eigentlich wollte ich Ascanta flippen, aber die Kampagne nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Kaufen wir erstmal an. So, ja, gucken wir mal, was haben wir so im Exile bis jetzt? Da ist auf jeden Fall ein Counter-Spell. Den nehmen wir uns jetzt mal, falls irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Dann lassen wir noch eine Karte abwerfen. Und sobald wir jetzt countern, weil der Counter hat auch Surveil 1, kommen die beide wieder auf unsere Hand zurück. Beide Enchantments. Also das Game sieht schon verdammt gut für uns aus. Gucken, was der Gegner so gezogen hat. Vielleicht irgendwas für 5 Mana, was er nicht spielen könnte. Würde ich feiern. Oh, was für 2 Mana. Zerstöre eine getappte Kreatur. Das ist gut. Das konnte der nämlich nicht machen. Sonst wäre jetzt unser 4-4er tot gewesen. Zieh ruhig.
Gut, dann sind wir dran. Noch eine brauchen wir nicht. Greifen wir erstmal an. Dann gucken wir uns seine Hand an, lassen ihn eine Karte abwerfen. Tactical Advantage. Land. Nehmen wir. Brauchen wir nicht. Weil wir ziehen jetzt ja eh noch eine Karte. Und lassen den Gegner noch eine abwerfen. Dann haben wir noch genau genug Mana für den Counter offen und ziehen ja jetzt noch ein Land. So, mal kurz gucken. Ah, wir nehmen einfach mal, wir wollen diese Runde. 1, 2, 3, 4. Ah, komm, wir ziehen einfach. Ich hatte überlegt, noch einen Kahn, uns so einen Backup-Kahn quasi auf die Hand zu nehmen. Aber ja, braucht man nicht. Lieber weiter, einfach weiter Karten ziehen. Wir haben jetzt ein Konter offen und wenn der Gegner nichts spielt, was wir kontern müssen, dann können wir auch Askanter noch aktivieren. Ja, damit ist GG, weil die eine Karte, die er da zieht, kann er ruhig spielen, aber die könnten wir countern. Von daher macht es, müssen wir nicht mehr Askanter aktivieren, sondern greifen einfach an und haben gewonnen. So, okay, schon mal den Ehrensieg. Der Sieg, der uns die Ehre rettete, der das Comeback gestartet hat. Eine Celestia-Karte, kennen wir doch.